Hallo und willkommen beim Märchenkabinett. Heute hier bei der Oswaldhöhle in der Fränkischen Schweiz. Hier möchte ich euch ein Märchen aus Spanien erzählen. Die Bienenfrau in der Höhle. Es lebten einmal ein Mann und eine Frau. Die hatten alles, was sie zum Leben brauchten, und dennoch waren sie nicht glücklich. Denn das, was sie sich am meisten wünschten, war ihnen verwehrt geblieben. Sie hatten keine Kinder. Und dabei hatten sie doch jedes Mittel versucht. Sie waren auf Wallfahrten gegangen, hatten Ärzte befragt. Doch alles war sinnlos gewesen. Der Schoß der Frau blieb verschlossen. Und so versuchten sie einmal so gut zu leben, wie es eben ging. Und eines Abends, da saßen sie, ihrer Gewohnheit nach, beim Herde zusammen und ruhten von ihrem Tagwerk aus. Da klopfte es an die Türe. Wer ist da? Nur ein armer alter Bettler. Könnte ich wohl etwas zu essen bekommen? Ja, natürlich. Essen haben wir reichlich. Könnte ich wohl auch über Nacht bleiben? Aber freilich. Komm nur herein und setze dich an den Herd. Und sogleich kochte die Frau Suppe, Gemüse und Fleisch für den Alten. Und wie er aß, da sprach er: Ach, ihr guten Leute, wie kommt es, dass ihr beide ganz alleine seid? Nun, lieber Mann, Gott hat uns keine Kinder geschenkt. Ja, aber es gibt doch in der Welt für alles einen Rat. So muss es wohl auch für dieses Problem eine Lösung geben. Nein, es ist sinnlos. Alles haben wir schon versucht. Nun, wir wollen darüber schlafen. Kann sein, dass wir morgen früh klüger sind. Und wirklich, am nächsten Morgen nach dem Frühstück, da nahm der Bettler den Mann beiseite und sprach: Mir ist nach dem Aufwachen ein Gedanke gekommen. Hör auf meinen Rat, und so werden deine Frau und du wohl doch noch Kinder haben können. Denn wenn du nach dem Gebirge gehst, wirst du in einen Wald kommen. Und wenn du den durchquerst, kommst du an einen Berg. Den musst du besteigen. Und auf halber Höhe, da wirst du eine Höhle finden, aus der eine Quelle fließt. Und in der Höhle, dort schläft eine Frau, die hat Haare von dreierlei Farbe. Sie hat eine Strähne schwarzes Haar, eine Strähne rotes Haar und eine Strähne weißes Haar. Nimm aber auf alle Fälle Honig und einen Wachsstock mit, damit du die Bienen besänftigen kannst, die dort in der Höhle hausen. Dann wecke diese Frau, welche seit tausenden von Jahren in der Höhle schläft. Sie wird dir womöglich helfen können. Der Mann dankte dem Bettler für den Rat. Er füllte sogleich Honig in ein Gefäß und nahm einen Wachsstock. Er machte sich sogleich auf den Weg. Und lange musste er wandern durch den Wald. Da kam er wirklich an einen Berg, den bestieg er. Und wirklich, auf halber Höhe, da fand er eine große Höhle, aus der floss eine Quelle. Er blickte hinein in die Höhle. Drinnen lag tatsächlich eine Frau, die vollkommen bedeckt war von Bienen. Und sogleich stellte der Mann den Honig hin und den Wachsstock auf. Da kamen die Bienen auch schon angeflogen und sie summten zornig, weil sie in ihrer Ruhe gestört worden waren. Doch wie sie den Honig und das Wachs sahen, so machten sie sich gleich darüber her und ließen den Mann vollkommen zufrieden. Der Mann trat nun vorsichtig in die Höhle und berührte die Frau, die sogleich die Augen aufschlug und sagte: Ich weiß bereits, weswegen du gekommen bist. Und weil du ein guter Mensch bist und meinen Bienen Honig und Wachs mitgebracht hast, sollst du bekommen, was du wünschest. Hier hast du einen Apfel und eine Birne. Isst deine Frau den Apfel, so wird sie einen Sohn zur Welt bringen. Isst sie aber die Birne, so wird sie ein Mädchen gebären. Und nun zupfe aus jeder meiner Haarsträhnen ein Haar, ein schwarzes, ein rotes und ein weißes. Diese Haare sollst du deinem ältesten Kinde zum Angebinde geben. Wenn es sie als Kette trägt, so wird es stets Glück haben im Leben. Der Mann bedankte sich, nahm die Geschenke und lief sogleich damit nach Hause. Die Frau sprach zu ihm: Ein Mann, wie bist du lange ausgeblieben? Was bringst du denn da Schönes mit? Schau, Frau, sagte er da, wenn du den Apfel isst, dann wirst du einen Sohn zur Welt bringen. Und wenn du die Birne isst, so wirst du eine Tochter bekommen. Ach, sagte die Frau, das wird doch sinnlos sein, wie alles, was wir schon versucht haben. Aber ich habe so lange keine Birne mehr gegessen.
gib's mir gleich, dass ich sie essen kann. Und sie nahm die Birne und verspeiste sie sofort. Und ihr werdet's nicht glauben, nach 9 Monaten gebar sie wirklich eine Tochter. Ein wunderhübsches Mädchen, das die stolzen Eltern Catalina nannten. Und Catalina wuchs heran, wurde immer schöner. Und nach einigen Jahren, da fand die Mutter den Apfel, den sie damals aufgehoben hatten. Sie erinnerte sich gar nicht mehr an die Geschichte und aß ihn auf. Und nach der Zeit, da gebar sie einen Sohn, den sie Juan nannten. Und Catalina war so erfreut über ihr kleines Brüderchen und spielte gar häufig mit ihm. Und nun könnt ihr euch denken, wie vollkommen das Glück der beiden Eltern war. Und so kam es, dass die Bienenfrau, die tausende von Jahren in der Höhle schlief, der unfruchtbaren Frau dennoch zu Kindersegen verholfen hatte.